die Sonne scheint, richtig schönes Reisewetter. Sie wollten doch immer mit mir mal einen Wochenendurlaub machen. Und jetzt freuen Sie sich. Wollten wir mit mir in den Süden fahren? Naja, tun wir doch auch. In den Süden von Berlin. Sehr komisch. Also gut, ich will Sie nicht weiter auf die Folter spannen, Henriette. Wir besuchen ein Schlosshotel. Oh, ein Schlosshotel, très joli. Das ist natürlich etwas anderes. Es ist durchaus angemessen für eine von Süden. Genau, Schlosshotel Adler. Oh. Voilà, Schlosshotel Adler. Na, habe ich Ihnen zu viel versprochen? Ja, da hat's ihm glatt die Sprache verschlagen, was? Henriette. Oh, Benedikt, das ist... Oh, mon Dieu. Oh. Henriette, was ist denn los? Ich bin ja so aufgeregt, Benedikt, das ist Schloss Eschenlohe. Was? Das ist doch unmöglich. Das ist das Schloss Hotel Adler. Ja, dann haben Sie den Namen geändert. Das ist Schloss Eschenlohe, Richards Schloss. Eschenlohe, wo sind denn hier die Eschen? Sind die alle abgeholzt oder wie oder was? Richard von Eschenlohe, mir ist, als wäre alles erst gestern geschehen. Also Moment, Henriette, ich verstehe immer nur Bahnhof. Richard, das war doch damals Ihr Geliebter vor dem Ersten Weltkrieg, stimmt's? Ja, und mein Gatte, Baron Südeck, der kam dahinter und die beiden haben sich duelliert. Der Baron wurde tödlich verletzt und Richard musste das Land verlassen. Ja, das ist richtig. Was ist denn eigentlich aus ihm geworden? Er ist mit einem Schiff untergegangen. Schloss Eschenlohe. Oh, Benedikt, ich habe ein so merkwürdiges Gefühl. Wer weiß, was das Schicksal mit uns vorhat. Vielleicht sollten wir wieder umkehren? Umkehren? Das ist unmöglich. Henriette, die Arbeit ruft. Arbeit? Ich denke, wir machen Ferien. Naja, das ist so. Also der Vinzenz und ich, wir sollen ein Werbeprospekt von dem Schloss entwerfen. Und dafür müssen wir das erstmal kennenlernen. Also ein Arbeitsurlaub sozusagen. Vinzenz, in ein paar Stunden ist er hier. Wer weiß, was das Schicksal mit uns vorhat. Herr von Bieber? Ja, Herr Adler? Ich heiße Sie recht herzlich willkommen. Danke. Henriette von Südeck. Gnädige Frau. Ah, guten Tag. Guten Tag. Schön, dass Sie da sind. Ja, Sie sind sozusagen unsere ersten Gäste. Herzlich willkommen. Insel, meine Liebe, ich habe die Herrschaften schon willkommen geheißen. Wäre es nicht besser, du würdest in der Küche mal wieder nach dem Rechten sehen, sonst brennt noch was an. Wissen Sie, wir haben noch nicht das richtige Küchenpersonal gefunden. Oh, die Probleme mit dem Personal. Ja. Da haben Sie also nichts geändert. Bitte sehr. Ich darf vorangehen? Ja. In so einer Restaurierung steht viel Arbeit. Und wie Sie sehen, arbeiten wir immer noch. Wir haben versucht, uns an den ursprünglichen Charakter der Räume zu orientieren. Es ist Ihnen auch gelungen, Herr Adler. Très joli. Man spürt durchaus noch den Geist von damals. Ja, sogar. Oh, Henriette, bitte. Herr Adler, sagen Sie mal, brauchen Sie überhaupt Werbung? Ich meine, bei der Lage und bei dieser Ausstattung. Das ist es ja. Es gibt da womöglich ein Problem. Ah, Herr Professor. Hat die Warnlampe schon aufgeleuchtet? Haben Sie schon was gefunden? Jetzt bitte nicht stören! Wer ist das denn? Das ist Professor Hutter, ist Parapsychologe. Parapsychologe? Ja, der Professor beschäftigt sich mit übersinnlichen Erscheinungen. Konkret gesagt, der Professor ist ein Geist. Geisterjäger? Naja, meine Frau behauptet, es gehen hier merkwürdige Dinge vor. Silenzium! Es ist da! Ihr Rückenfass ist da! Aber was? Und wo? Es entfernt sich. Ja. Wissen Sie, meine Frau behauptet, es handelt sich hier um einen Poltergeist. Die Schlüssel! Demonstrantum. Das ist der Beweis, aber wo ist das Beweisstück? Oh nein! Wie ist das möglich? Das verstehe ich nicht. Vielleicht war es gar kein Geist, sondern nur ein Defekt in Ihrer Maschine, Nesper? Ein Defekt, das wird's wohl gewesen sein. Hoffentlich, das wäre ja sonst für mein Hotel geschäftsschädigend. Ne? Elisabeth, bin unten in Haupthalle. Instrumente sind kaputt. Mysteriöses Ereignis. Komm bitte sofort runter zur Reparatur. Over. Mit wem hat denn der Professor da gerade gesprochen? Mit seiner Tochter Elisabeth. Sie ist sozusagen seine Assistentin. Ja. Bis zum Abendessen haben wir noch etwas Zeit, falls Sie sich noch umziehen möchten. Danke. Merci.
muss wirklich sagen, Kompliment. Ihre Küche einfach Spitzenklasse, Frau Adler. Aber auch alles andere gefällt mir. Sehr sogar. Vielen Dank. Bin sicher, Sie bekommen bald ein, zwei Sterne in den Restaurantführern. Ihr Wort in Gottes Ohr. Aber hoffentlich kommen nicht nur Engländer und Schotten. Warum? Was haben Sie gegen Engländer und Schotten? Ja, was soll dieser dumme Hinweis, Ilse? Kein dummer Hinweis, Gavin. Die sind doch an Schlossgespenste gewöhnt. Aber die anderen, die werden uns alle weglaufen. Also, ich will doch mal eine gefährliche Eulung. Wissen wir ja gar nicht, ob es sich wirklich um übersinnliche Erscheinungen handelt. Nicht wahr, Herr Professor? Ich hoffe, wir wissen bald mehr. Meine Instrumente sind soweit wieder in Ordnung. Aber Geduld. Geduld ist die erste Tugend in meinem Metier. Ist es Ihnen denn schon mal gelungen, einen Geist dingfest zu machen, Herr Professor? Leider. Leider bis jetzt noch nicht. Und meine Tochter Elisabeth behauptet, das würde mir auch nie gelingen. Wo steckt sie eigentlich? Sie haben sie uns bis jetzt vorenthalten. Sie wollte unbedingt noch das Protokoll über unsere heutigen Nachforschungen zu Papier bringen. Aber Sie haben schon einmal eine Geistererscheinung gesehen, ja? Gesehen kann ich nicht sagen. Ich habe Schritte gehört in einem Zimmer, in dem da niemand war. Ein anderes Mal hörte ich eine klagende männliche Stimme auf einem Balkon. Aber der Balkon war leer. Wie seltsam. Mit Stimmen, die du hörst, solltest du vorsichtig sein, Ilse. Die entsprechenden Sanatorien sind voll mit Leuten, die behaupten, Stimmen zu hören. Vielleicht brauchen wir keinen Geisterjäger, sondern nur einen Nervenarzt. Ach, wir können uns gern über Ärzte unterhalten, Gavin. Wie geht's deiner Leber? Ging's dir je schlecht? Prost! Zum Wohl. Guten Abend allerseits. Ah, je später die Gäste. Meine Tochter Elisabeth. Die darf ich bekannt machen, Herr Winzelsbeck. Guten Abend. Frau Henriette von Südeck. Sehr erfreut. Was war? Herr Benedikt von Weber, guten Abend. Oh! Oh, wir haben einen elektrischen Schlag bekommen. Das ist ja Wahnsinn. Ihr kennt euch kaum und schon hat's gefunkt. Bei mir hat's nicht. Aber wie sagten Sie noch, Professor, Geduld ist ja die erste Tugend in diesem Metier. Oh, bei Ihnen muss man sich aber in Acht nehmen. Oh. Wir haben uns gerade über übersinnliche Phänomene unterhalten. Ich glaube, Frau von Südig, Sie sind eher meiner Meinung. Geister gibt es nicht. Oh, da wäre ich nicht so sicher. Hin und wieder gibt es Dinge... Henriette, bitte. Was ist denn hier? Oh, mon Dieu. Ausgerechnet jetzt habe ich meine Instrumente nicht dabei. Ich könnte mir in den Hintern beißen. Papa! Na, Entschuldigung, aber ich doch war, da wartet man ein Leben lang auf diesen Moment und dann hat man seine Instrumente nicht dabei. Ich hole sie. Benedikt, ich möchte auch gehen. Ich möchte auf mein Zimmer. Ich fühle mich irgendwie... Natürlich. Ich weiß auch kommen nicht. Kommen Sie, Henriette, ich bringe Sie. Mein Gott, Sie sind ja ganz verstört. Ich wusste, dass ich recht habe. Und wenn das passiert, wenn die Gäste da sind, dann bricht Panik aus. Vielleicht gibt es doch noch irgendeine natürliche Erklärung. Ich setze meine ganze Hoffnung auf den Professor. Ja, entschuldigen Sie, ich will doch lieber noch einmal nach meinem Vater sehen. Vielleicht braucht er meine Hilfe. Bevor das Hotel eröffnet wird, gibt es noch eine Menge zu tun. Es hilft alles nichts. Ilse? Entschuldige bitte. Wir haben noch einen Gast am Tisch. Wenigstens einer sollte sich um ihn kümmern. Du wirst dich sicher dieser Aufgabe mit Hingabe widmen. Entschuldigung. Könnte es vielleicht sein, dass in diesem wunderschönen Schloss der Haussegen ein wenig schief hängt? Tja, um das festzustellen, braucht man wirklich keine übersinnlichen Fähigkeiten. Was machen wir beide jetzt mit dem angebrochenen Abend? Haben Sie eine Idee? Ja, ich könnte für Sie eine kleine Schlossbesichtigung arrangieren. Ganz exklusiv. Wunderbar. Nur Sie und ich? Wahnsinn. Sie haben wirklich eine Hand gespürt? Ja, ganz deutlich. Oh mein Gott, ich ahne etwas, ja. Ja, ich ahne etwas. Ja, aber was denn? Richard. Richard? Aber ich denke, der ist damals mit dem Schiff untergegangen. Ich habe so ein Gefühl, als wäre er in der Nähe, ganz hier in der Nähe. Also, Henriette, ich fürchte, das Ganze ist eine Wunschvorstellung von Ihnen. Sie müssen ihn wirklich sehr geliebt haben. Mehr als alles auf der Welt. Es war übrigens Liebe auf den ersten Blick. Sie kennen das doch auch, Benedikt, nicht wahr? Liebe auf den ersten Blick. Wie meinen Sie denn das? Ach, ich habe doch Augen und ich habe gesehen, wie es zwischen Ihnen und Elisabeth gefunkt hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Ach, das war der Teppich, das war statische Aufladung. Also, Benedikt, Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Das tue ich doch gar nicht. Nein. Herr Jette, ich glaube, ich lasse jetzt mal alleine mit Ihren Erinnerungen, das wird wohl das Beste sein. Ja, bitte. Hm.
lange habe ich auf dich gewartet. Richard! Oh, mon Dieu, Richard, erscheine, zeige dich, bitte! Jetzt nicht. Ich bitte dich, Henriette, komm in einer Stunde in unser Erkerzimmer. Richard! Um Mitternacht. Vorbei. Schade. Wir waren so dicht dran. Papa, lass es gut. Ja, ich werde mich noch ein bisschen umsehen. Aber du kannst schon schlafen gehen, wenn du willst, mein Kind. Nein, will ich nicht. Ich gehe noch in die Bibliothek etwas lesen. Ja, tu das, tu das. Mein Feuerzeug gesehen? Nein, tut mir leid. Entschuldigung. Haben Sie vielleicht eine Zigarette für mich? Eine Zigarette? Das tut mir leid, ich bin leider Nichtraucher. So, und wofür brauchen Sie denn das Feuerzeug? Na ja, nur, falls ich mal anfange zu rauchen. Schwindler. Ertappt. Ja, eigentlich wollte ich mich ein bisschen mit Ihnen unterhalten. Ich hoffe nicht, dass ich Sie gestört habe. Nein, im Gegenteil. Setzen Sie sich doch. Danke. Nach Ihnen. Also, schießen Sie los. Womit beginnen? Ja, Sie glauben an Geister. Mein Vater glaubt daran. Ich helfe ihm nur hin und wieder bei seinen Untersuchungen, aber ehrlich gesagt, ich glaube nicht daran. Ach, dann sind Sie gar keine Parapsychologin? Nein, eine Psychologin. Darf ich der Psychologin gleich mal eine Frage stellen? Glauben Sie an Liebe auf den ersten Blick? Sie verblüffen mich. Erst zu schüchtern und jetzt? Na ja, sowas passiert ja auch nicht alle Tage. Ich meine, also mir jedenfalls nicht. Mir auch nicht. Na, sehen Sie. Also gut, bevor ich Ihre Frage beantworte, beantworten Sie mir erstmal eine Frage. Gern, schießen Sie los. Wer ist die hübsche Dame, mit der Sie hier angereist sind? Oh, Henriette, ich meine, Frau von Südeck. Das ist ganz leicht zu erklären. Also auf alle Fälle ist es nicht das, was Sie vielleicht denken. Nein, das ist ganz einfach, das kann ich Ihnen erklären. Hört sich aber gar nicht so an. Gehen wir es der Reihe nach durch. Ihre Frau ist sie nicht? Natürlich nicht. Das würde auch gar nicht gehen. Nein, ich lebe alleine. Ich bin sozusagen Junggeselle. Oh! Schon wieder? Ja. Also nur eine platonische Beziehung. Und Sie leben zusammen wie Mann und Frau? Merkwürdig. Nein, wir leben doch nicht zusammen. Wir sind doch nicht mal verheiratet. Entschuldigung. Ja? Herr von Weber, Ihre Frau hat angerufen. Sie möchten Sie spätestens bis morgen früh zurückrufen. Es geht um Ihre gemeinsame Steuererklärung. Und Küsschen, Küsschen, deine Carla. Ja, danke. Elisabeth, das kann ich Ihnen erklären. Also das mit dem Küsschen, Küsschen, ja, das ist so eine alte Angewohnheit von meiner Frau. Ihrer Frau? Ja, ja, aber wir leben ja in Trennung. Elisabeth, ich erkläre Ihnen das, ja? Danke, das ist nicht mehr nötig. Ich habe schon sehr gut verstanden. Küsschen, Küsschen. Elisabeth! Die Dinge sind gegen mich. Ich habe einfach kein Glück bei Frauen. Als wäre die Zeit stehen geblieben.
Benjamin! Ja, Herr Adler? Hast du meine Frau gesehen? Seit dem Essen nicht mehr. Das ist mir ein Rätsel, ist wie vom Erdboden verschwunden. Elisabeth! Elisabeth! Es muss ja ganz in der Nähe sein. Es sind ja ganz starke elektromagnetische Schwingungen. Ja, ganz eindeutig, Papa. Sie müssen im ersten Stock sein. Oder noch höher. Da oben muss ich etwas ganz Merkwürdiges... Herr Adler, würden Sie mir vielleicht helfen, das Gerät... Ich habe dasselbe empfunden. Auch meine Seele kam nicht zur Ruhe, Henriette. Ich konnte dich nicht vergessen. Aber nun wird vielleicht alles gut. Unsere Seelen werden ihren Frieden finden. Oh, bitte nicht, Richard. Erst müssen wir unsere uns auferlegte Aufgabe erfüllen. Ich weiß, dieser Fluch, dieser schreckliche Fluch. Ja. Erst wenn ein unglücklicher Mensch durch deine oder meine Hilfe wieder glücklich wird, dann... Oh, Richard. Ich glaube, ich weiß die Lösung. Und hier sind wir vor dem legendären Erkerzimmer. Legendär. Es wird auch das Liebeszimmer genannt. Liebeszimmer, warum denn das? Man sagt, hier traf sich früher der Schlossherr mit seiner Geliebten, einer Freifrau. Tja, diese Romantik gibt's heutzutage nicht mehr. Ich finde, man sollte die alten Sitten und Gebräuche wieder aufleben lassen. Aber wir spielen mit dem Feuer. Ich bin gut im Löschen. Ich muss sagen, ich bin schon lange nicht mehr einem so interessanten Mann begegnet. Das Kompliment kann ich nur zurückgeben. Oh, Wahnsinn. Echt romantisch. Merkwürdig, die Kerzen brennen. Hauptsache, unsere Herzen brennen. Wer hat die denn angezündet? Ist doch unwichtig. Ah, das Champagner. Ist doch völlig unwichtig. Ilse, Baby. So hat schon lange niemand mit mir gesprochen. Mag sein. Aber jetzt sollen den Worten Taten folgen. Ah, ja. Oh, mon Dieu. Vinzenz. In unserem Zimmer. Bei einem heimlichen Tête-à-Tête. Ausgerechnet jetzt, wo wir uns aussprechen wollen. Wir werden ihm eine Lehre erteilen. Was denn das? Nein! Nein! Oh Gott! Nein! Doktor, es ist Anna. Der Würfel ist gefallen. Hinter dieser Tür muss das Rätsels Lösung liegen. Dort ist es. Mir nach. Nee. Oh, hallo. Sie kennen sie doch, oder? Elisabeth, Sie kommen zurück? Machen Sie sich keine falschen Hoffnungen. Ich will nur meine Jacke holen. Wir reisen ab. Sie reisen ab? Wann? Noch heute Nacht. Und? Elisabeth, Sie sollten sich das nochmal überlegen. Wie bitte? Wenn Sie jetzt gehen, machen Sie Benedikt unglücklich. Und mich würden Sie auch unglücklich machen. Aber ich möchte, dass Benedikt glücklich ist, weil sonst hat meine Seele keine Ruhe. Bitte tun Sie sich keinen Zwang an. Wenn Sie es nicht schaffen, dann vielleicht seine Frau. Sie verstehen nicht. Benedikt lebt seit langem von seiner Frau. Und was mich betrifft, brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Ein Verhältnis mit einem Geist ist gar keines. Oder? Wie meinen Sie das? Ganz einfach. Ich bin ein Geist. Ein Geist? Ein Hausgeist. Hat Ihnen der Vater nie von diesen Dingen erzählt? Doch, hat er. Aber ich glaube nicht daran. Jetzt weniger denn je. Und wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen wollen. Sie haben Ihre Jacke vergessen. Warten Sie. Ich mach das schon. Voilà. Très jolie, n'est-ce pas? Das ist nicht wahr. Ich glaub's nicht. Doch, doch. Das habe ich am Anfang auch gedacht, aber das ist wahr. Vielleicht noch eine kleine Kostprobe? Ein wenig Musik? Ich glaube, ich träume. Seien Sie klug, Elisabeth. Es war doch lieber auf den ersten Blick, nicht wahr? Au revoir, Benedikt. Es war schön mit Ihnen, sehr schön. Aber meine Aufgabe ist erfüllt und ich muss gehen. Ich kann nicht anders. Richard wartet auf mich. Sie haben also wirklich Richard hier wiedergefunden? Ja. Und ich darf Sie nie wiedersehen?
Man sollte niemals nie sagen. Elisabeth. Henriette. Adieu, Ben. Elisabeth. Was ich sagen wollte, ist ganz einfach. Ich wollte sagen, dass ich nicht weiß, was ich sagen wollte. Henriette, können Sie mir noch einmal helfen?